Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Steep. Und wir haben noch eine Season Special, was wir machen und fahren können. Und zwar haben wir hier die Alp Special Race Herausforderung. Schauen wir uns das mal schnell gemeinsam an. Was wir hier machen müssen. 51 Sekunden ist das Ziel, und zwar mit dem Wingsuit. Da sind wir logischerweise dann nicht die einzigen unterwegs in diesem Online-Spektakel. Da gibt es noch viele weitere Kollegen auch. Oh, langsam muss ich da aufpassen, dass ich da nicht zu nahe komme. Ich habe höllischen Respekt, ehrlich gesagt. Und schnell bremsen. Und wir bremsen gleich hier unten. So. Tieferli landen. Sehr gut. Und... was haben wir für eine Zeit hingeknallt? Keine Ahnung, sehen wir natürlich nicht. Schauen wir das uns hier schnell an. Was war das für eine Zeit? 49, 39. 51 mussten wir, glaube ich, hier haben. Haben wir das also erreicht? Dann haben wir noch die mittlere Herausforderung. Wir müssen 8500 Punkte erzielen. Machen wir auch schnell. Ich sehe nämlich die mittlere Art. Und ich sehe gerade, dass wir hier... war der Punkt hier. Nee, warte. Nein. Zurück hier. Ah, den sehen wir gar nicht. Ja, den... Ich brauche einen besseren Blick auf die Stelle. Nein, doch, wir sehen ihn. Ob hier schon jemand neue Herausforderungen gefunden hat? Nice. Ich werde mir das mal ansehen. Oh, hey. Gerade sagen wollen, du solltest dich noch ein bisschen schneller... Der ging jetzt gerade mal in die Hose. Hey, wir müssen 8500 Punkte erzielen, Kollege. So aber nicht. Und ich muss ja auch nicht allen Kram hier nachfahren, was die da machen. Ja. So, aber das war nichts. Kann ich euch jetzt schon sagen. Hey, halt doch mal an. So, neue persönliche Best 639. Ach, wie niedlich. Von 8500. Distanz müssen halt einfach von Anfang an hinhauen, sonst klappt das nicht. Vielleicht der hier. Der muss top werden. Und? 5000, immerhin schon. Könnte vielleicht immer noch besser sein. Versuchen wir es nochmals. Yeah.
das war nix. Das gibt keine guten Ergebnisse, so. Kann ich euch jetzt schon sagen. Dann nehmen wir lieber der hier. Es gibt aber so nichts. Vielleicht noch. Voll in den Sand hinein. Nein, das gibt nichts. Das ist schwierig. Gar nicht so einfach. Das sind Punkte, die man verschenkt, ehrlich gesagt. Nein. So, also lange versuchen wir es natürlich dann nicht. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt einfach nicht. Es ist doch alles im Weg hier, ehrlich gesagt. Hä? Jedes kleinste bisschen muss man ausnutzen, um einen Stunt hier zu verlettern. Ja, das wird auch ein schlechter Lauf geben. Dann habe ich auch das Gefühl, dass ich sowieso zu wenig abspringe, beziehungsweise zu spät abspringe, jedes Mal. Nee, das, es gibt nichts. Wenn ich jetzt hier reinkomme, habe ich jetzt 1000 Punkte. Hä? Wie viel? 3000. Einen machen wir noch, den letzten. Den letzten ins Ziel. Nee, war nicht schlecht eigentlich. Ganz zufrieden. So, der letzte muss wieder sitzen. Ja, naja. Aber das... 6900, okay, nochmals ein bisschen besser, aber wir lassen es gut sein. Ist okay. Wir haben es nicht ganz hingekriegt. So, dann kommen die... Ah nein, wir haben hier noch mittlere gefunden. Wir haben noch mittlere gefunden, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Haben wir denn noch... Ich meine, wir könnten auch mal auf Entdeckungsreise gehen... Ja, natürlich auch machbar. Ich meine, hier hat es einen Hang. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Hier vielleicht. Ziellinie hier unten. Aber das ist schwer, hä? Ist zwar schwer, aber dafür können wir den Spot da holen. Ja, das versuchen wir mal, indem wir halt bremsen. Das ist ja nichts anderes als bremsen dann. Juhu! Und die Frage ist halt dann... Ja, wir haben ihn gar nicht erreicht. Ja, dann wird es schwierig. Zu viel Aufwind gerade gehabt.
Boah. Also ganz einfach ist ja das Teil auch nicht. Ich meine, da sinkt man einfach. Oh, oi, 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 oi. Die ist ja krass, echt? Ja, ja, eh. Ja, das können wir nochmals versuchen, aber das ganz einfach war es nicht. Und wir gucken dann, ob wir da unten gleich den Spot auch kriegen. Da wäre nämlich. Ich bin nah dran. Jawohl. Da meldet sich gleich mein Entdecker. Sehr gut, also den Spot haben wir geholt, aber das haben wir nicht hingekriegt. Ich möchte das nochmal schnell machen, wir haben nur Silber hingeknallt. So ein krasser Sturzflug benötigt man eigentlich gar nicht. Genügt, wenn man gegen unten drückt. Oh. Wobei der ist schon extremer. Der, oh. Ja. Den haben wir verfehlt. Der ist schwierig. Der. Was? Wir hatten Gold geholt? Nee, oder? Wir werden doch kein Gold geholt hier. Das würde mich jetzt... Wir haben Silber geholt, genau. Ja, das war schon richtig. Das war schon richtig. Darum will ich Gold holen. Das schaffen wir nämlich auch so. So schwierig sehe ich das jetzt auch nicht. Ich finde es geil hier, so durch die Felsvorsprung. Wieder nicht erreicht. Ich bin doch durch. Ist wahrscheinlich noch tiefer. Ich lasse mich jetzt aber wirklich runterfallen. Komm. Das gibt's doch gar nicht. Hey, sehe ich denn das nicht mehr? Ich brauche eine andere Brille, du. Das darf ja nicht wahr sein. Ich habe das Gefühl, ich bin immer drin und dann ziehe ich schon wieder nach oben. Bin gar nicht drin. Joa. Da grenzt schon an Peinlichkeit. Ey. So, da den sehe ich. Müsste ich doch den hier auch sehen. Ey. So, wir lassen uns runterfallen. So, jetzt runter. Oh, aber das sollte ja jetzt reichen, oder? Ja. Und das reicht locker. Nicht mal der Countdown ist gekommen. Ja, Goldmedaille. Sehr gut. 53 Sekunden. Geht doch. Geht doch. Das war schon viel, viel besser. Gut, dann nächstes. Wir gehen auf die Map. Wir gehen auf die Map, weil ich möchte noch ein bisschen Spots suchen auch. Zusätzlich, wir sehen hier gerade den nächsten. Die Frage ist, wie kommen wir an den ran?
Indem wir was machen? Können wir hier einfach aus dem Flieger springen? Geht das überhaupt? Nee, das geht wahrscheinlich gar nicht. Und hier unten den Spot sehen ist auch schwierig. Ausgangspunkt. Hier könnte man... Als was denn? Nee, das geht nicht so gut. Dann würde ich vorhin den hier nehmen. Ich habe hier den wildesten Flug aller Zeiten für dich. Wir haben 5 perfekte 2-Meter-Löcher an der Bergwand des Eguil angebracht. Ich gehe da mal weg. Mit Höchstgeschwindigkeit und schießt einfach durch sie durch. Das wird das ultimative Video für deinen Kanal. Ich sag's dir, die flippen aus, wenn die das sehen. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst. Verrückt, aber nein. Weiter, und von hier aus sehe ich es nicht. Ich muss irgendwo hin, wo ich einen besseren Überblick habe. Nicht hier? Ja. Ich bin schon verliebt in den Spot. Endlich ja. Was Neues zum Entdecken. Und den hier unten ist... Da ist ja gleich der nächste, ja. Nehmen wir gleich den. Aha, warte mal, ich muss die Aktivität zuerst noch fertig spielen. Raus hier. Ja, muss nicht anvisieren, ist okay. So, wo war der andere Spot? Hier. Es muss hier irgendwo sein. Noch einer. Das sehe ich mir genauer an. Die anderen sind zu weit entfernt. Ja. Okay, also, aber hier müssen wir abspringen. Und zwar mit dem Wingswind. Okay, und hoppla. Glaube ich zumindest. Ja, das... Wow. Bam, du bist wie ein Drachen durch das erste Loch gerauscht. Du bist ein echter Killer. Ein Killer. Wir brauchen nur das erste Loch. Ah, da hat's noch mehr. Okay. Da gibt's einfach verschiedene Sachen, die wir hier... Jetzt bin ich zu hoch. Na? Tief wollte ich zuerst sagen. Boah! Hey! Ich hab dir den. Den Fallschirm gezogen, wollte ich sagen. Aufpassen. Nochmals, das hat nicht funktioniert. Erstens bin ich nicht durchgekommen irgendwie. Geradeaus in die Wand. Schade für den Herrn hier. Nein! Wand berührt. Schlecht. Komm gut. Fallschirm öffnen. Hi, welcher ist denn das schon? Ah, hier. Okay, zweites Ziel auch erfüllt. Und dann kommt das dritte. Die Frage ist jetzt, welcher ist es zuerst? Guck mal schnell. Ja, ja. Den hatten wir doch bereits. Ah, echt jetzt? Den muss ich von hinten ansteuern. Okay, ja, das wusste ich halt nicht. Nee, von hinten? Ja, das glaube ich jetzt fast nicht, oder? Schauen wir mal. Kann schon sein. Alter Verwalter! Ich weiß nicht, wo ich da wirklich durchgehen muss. Bleiben jetzt nochmals hier vorne, aber jetzt weiß ich was. Ich muss mehr. Nein. Nice. Ich glaube, ich habe mir bei dem Sturz eine Rippe gebrochen. Ja, eine Rippe. Das wäre ja noch okay. Eine Rippe wäre ja echt noch okay.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da durch muss. Tut mir leid. Ich habe nicht das Gefühl. Ich gehe jetzt mal dem Herrn hier nach. Irgendwo muss ich ja anders lang. Aha, ja. Ich habe es mir gedacht. Ich habe es mir gedacht. Von der anderen Seite her. Der zieht schon den Schirm. Muss nicht sein. Perfekt. So einfach. Hä? So einfach. Aber ich habe es nicht hingekriegt. Gut, Ziel Nummer 3 erfüllt. Wir haben noch das nächste Ziel. Das ist dahinter. Und gibt es noch was eines? Nee, gibt mir immer. Eins nach dem anderen hier. So, und den Black Spot hier unten. Oder beziehungsweise der neue Spot müssen wir da noch holen. Hier hinten hat es auch gleich noch was einen. Zuerst. Oh. Ah, ich bin zu tief. Ich bin zu tief. Ui. Sag dich doch. Jetzt stell dir das einfach mal vor in Realität. Das, boah. Oh, ich hätte Schweißperlen, du. Vielleicht eine. Wenn ich so genau so etwas hier machen müsste. Oh. Weißt du, ich meine, du machst das erste Mal und der muss sitzen. Der muss sitzen, sonst, wenn das nicht sitzt, dann hast du einfach verloren. Oh. Auf der Einbahnstraße zum Ruhm. Ja, nice. Er hat's da nicht gerade. Muss noch näher ran. Da drüben ist was Interessantes. Muss noch näher ran. Echt jetzt? Da vorne könnte es auch näher ran werden. Aber okay. Erstmal muss ich noch näher ran. Jetzt ist die Frage, welches ist der erste? Welches ist der zweite? Das scheint der erste zu sein. Da können wir vielleicht auch gleich beide Spots hier holen. Vielleicht. Hoffe, ich habe es erreicht. Das weiß ich ja immer nicht so ganz genau. Maximaler Einsatz, maximales Ergebnis. Genauso mag ich das. Vergesst, habe ich jetzt das erreicht? Hä? Oh. Okay, die Landung war ein bisschen hart. Hä? Wo ist der Spot? Den sieht man ja nicht. Allzu weit, aber ich bin ein bisschen vom Weg abgekommen. Ich muss noch näher ran. Das wird schon. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, nicht richtig erwischt. Wir machen es nochmal schnell. Das finde ich recht heftig. Boah, so geht's, glaube ich, nicht. Nee, die Frage ist... Ich muss... Okay. Okay, ich weiß. Ich muss von der hinteren Seite her kommen. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Einmal um den Berg rum hier. Ah, gut. Ja, ich bin zu hoch... zu tief, nicht? Nee, passt. Aber dann von der Seite her durch. Das müsste dann eigentlich passen. Hä? Ja, das sieht schon viel besser aus. Alles klar. Goldene Möglichkeiten und frischer Schnee.
Oh. Aber das war jetzt aber mehr als knapp. Hat gereicht. Nein! Das passiert auch den Besten von uns. Ja, schon, aber... Was für eine Katastrophenlandung. Vielleicht zählt's doch noch. Heilige Scheiße, das war das Allercoolste, was ich je gesehen habe. Nee. Ich glaube, du bist da oben erleuchtet worden. Hat eben nicht gezählt, weil ich nicht da gelandet bin. Oh. Also du hast echt Nerven wie Drahtseile. Wie hat es sich angefühlt, der ultimative Rausch? Als würdest du da in der Luft mit den Göttern des Extremsports jammern. Das war so cool. Jetzt führst du das Rudel an. Hä? Doch, wir haben es erreicht. Okay. 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 Dann werden wir jetzt also noch den Spot hier holen. Oh Mann, alter Verwalter, was mache ich denn? Der Arme. So, wir schauen mal schnell, ob wir von hier oben den Spot holen können. Da drüben ist was Interessantes. Das würde ich mir gern genauer ansehen. Ich muss weiter, noch ein bisschen näher ran. Muss runter. Dann irgendwo geschickt landen können. Weiß ja nicht, wie nahe ran ich muss. Aber ich werde versuchen, hier auf dem Felsvorsprung hier zu landen. Wenn ich das kann. Nein. Ah doch, es hat geklappt. Bingo. Bam, das wollte ich einfach noch haben, weil es gibt hier noch ganz viele Spots hier, aber den wollte ich jetzt tatsächlich noch haben. Guck mal schnell ins Panorama rein. Perfekt. So. Den hier oben, den können wir uns später vielleicht dann noch holen von hier aus. Nur dem Rausch nach und vergessen ja. Dabei, was das... Ja, zu weit entfernt. Aber das ist nicht so schlimm. Passt so. Von dem her machen wir hier doch auch Schluss für diese Folge. Wir haben doch wieder das eine oder andere hier gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dieser Folge. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich verabschiede mich. Euer Pecky. Bye, bye.